Moin Leute, schön, dass ihr wieder zurück seid. Budi spielt The Witness heute auf Rocket Beans TV. Ich habe Gregor vorhin gefragt, ob ich gerne mal ein bisschen mitspielen kann. Er hat gesagt, ja, nimm doch den Controller in die Hand und dann mach mal. Oh Gott, jetzt hat Budi auf einmal den Dialekt von. Oh, von Peter Maffay. Ja, schön willkommen, Leute. Machen wir ein bisschen hier Rätsel lösen. Ich war nicht allzu klug, denn ich bin an einem Rätsel vorbeigelaufen, denn das Kabel geht hier hin. Neue Rätsel haben sich aufgetan. Die man hier weiterlösen kann. Deshalb machen wir das auch. So. Ah, okay. So ist es. Loink. Haben wir das auch gelöst? Und? Ups. Okay, das Kabel, das obere, hat sich jetzt aktiviert. Oh Gott, es wird zu viel. Okay, das ist es nicht. Das ist auch nicht. Moment, zurück. Das war's. Oh Gott, jetzt ist. Oh nein. Oh nein, es ist geschmolzen. Oh nein, die sind geschmolzen. Warum sind sie geschmolzen? Wir machen das mal. Ist ein bisschen schwierig, so mit Schrumpfkopf zu gucken. Ne, oben. Zurück, zurück, zurück. Aber bei welchem hatte ich angefangen? Ich will bei dem hier anfangen. Da fühle ich mich besser. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich hab's gelöst. Oh, jetzt ist das da angegangen. Okay. Es ist das Richtige. Oh, lass mich nochmal gucken, ist da hinten was passiert? Nach der Waschmaschine. Dieses Ding ist immer noch aus. Okay. Ich bin so klug, wie schön ich auch bin. So. Oh, ich habe so einen trockenen Hals. Der juckt ein bisschen. Kratz, kratz. So. What the hell? Achso. Wie soll das denn möglich sein? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn den... Ah doch, es geht. Ich war nur zu blöd. Ich war nur zu blöd. Aber jetzt... Oh Gott. Okay, da geht's hoch. Wo kommt denn das Kabel lang? Oh Gott. Oh Gott. Gabel, Gabel, Gabel. Gabel, Gabel, Gabel. Gabel geht hier lang. Geht noch weiter lang. Hä? Oh nein. Hier hört das Kabel auf. Ah, aber weil das Rätsel ja auch hier ist. Oh Gott. Jetzt muss man auch noch das hier beachten. Das kriegen wir aber hin, weil wir so klug sind.
Weil wir so klug sind, kriegen wir das hin. Das ist doch easy. Das weiß doch jedes Kind. Oh nein, das ist nicht so easy, ne? Oh Gott, nein, jetzt müssen wir auch nach hinten gehen, ne? Oh nein. Oh shit. Oh, jetzt wird's zu kompliziert. Okay, also mal gucken. Also hier unten ist eigentlich schon mal gut. Okay, warte mal. Ich mach dann den hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, vielleicht nicht, sondern... Das? Oh nein. Nee, Moment. Das? Oh, shit. Oh, es ist kompliziert. Oh, es ist kompliziert. An den Enden, an den Ecken, am Anfang nach außen. Ganz nach außen. Okay, tatsächlich. Boah, es ist. Oh, es ist kompliziert. Oh, es ist kompliziert. Oh nein, jetzt fängst du da hinten an. Oh! Wie soll ich das denn machen? Okay. Das ist wieder einmal so. Nee, das hier muss es eigentlich. Ich muss mir die Mitten freilassen. Moment. Achso, ich bin oben. Oh, shit. Oh, shit. Fast wäre das gewesen. Fast wäre das gewesen. Okay, nochmal. Nein. Nein, 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 nein. Problemi, Problemi. Okay. Das ist eigentlich gut, ne? Das glaube ich. Du musst dich durchschlängeln, hoch, runter, hoch, runter. Okay. Hoch. Ja, aber so hoch, runter geht nicht. So, hoch, runter. Nee. Falsch rum. Das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Hoch, runter bringt nichts. Gregor, geh doch mal einen Schritt zurück, da steht was. Wo steht denn was? Ich sehe da nur Bäume.
Gibt's hier etwa Tipps für das Ganze? Ich sehe leider keine Tipps. Links, rechts, links. Okay. Oh Gott, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Okay. Groschen ist gefallen. Ich habe es geschafft. Ich bin so klug. Hä? Jetzt ist es gelb. Ah. Ah, jetzt ist es zweifarbig. Alles klar. Alles klärchen im Pupärchen. Oh, ich weiß Bescheid. Hallo? Achso, ich gucke mal auf den Falschen. Okay. Ah. Okay. Manchmal läuft es gut, meist läuft es nicht so gut. Ganz rüber kann ich auch nicht. Ja, okay. So ist es. So ist es. Und jetzt gehen wir runter. Es hat was Zen-Entspannendes, wenn man hier mit dem Booty-Kopf mit am Start ist. Hä, was? Aber ich hatte es doch alles, oder nicht? Hatte ich das gerade nicht alles? Oh, warte mal. Vergessen. Vergessen, dass ich den da noch machen muss. Ah, okay, schwierig. Soll ich lieber so starten? Oh nein. Jetzt habe ich den verpasst. Ficky. Ficky die Waldfee. So. Er muss über schwarz. Schau auf die Farben. Das sind Tipps, Leute. Das sind Tipps. Schau auf die Farben. Mache ich ja gerade. Es ist eine Übung des Geistes. Ah, fuck. Ja, ja, nee, gelb, gelb. So.
Du meinst Booty? Alles klar. Also, ihr habt gehört, ich weiß, oder wahrscheinlich habt ihr es nicht gerade gehört, aber Terratil wird gerade aufgebaut. Wir puzzeln hier gleich noch ein bisschen weiter. Und wenn Terratil aufgebaut ist, dann werden wir rübergehen direkt. Also kein Stress. Gleich geht's los. Ich bin gerade gestresst wegen dem Ding hier. Ey, wenn jetzt welche Leute einschalten und denken, ach, der Budi, dem gucke ich ja gerne zu. Wir müssen eigentlich von allen solche Büsten haben, ne? Dass man die dann drüber packen kann, wenn denn nötig. Meine Brille ist auch vollkommen verschoben. Müsste ich die Budi eigentlich aufsetzen? Oder? Damit er ein bisschen besser sehen kann? Nein, ne? So. Gott, nee, das ist ja komplett falsch. Ich glaube ja, wenn der Chat es schon vorschlägt, dann gehe ich zu Terratil. The Witness, sag mal, die Farben wechseln, je nachdem, wo ich anfange? Wieso sagt mir das denn keiner? Sag mir denn keiner, dass die Farben wechseln? Je nachdem, wo ich anfange. Greg, du musst mit Blau nach oben. Aber die Frage ist, welches Blau? Wieso sagt das einer dem keinen? Aber hier, das ist hier ja nicht so logisch, ne? Weil hier komme ich ja schwieriger an den Blauen ran. Okay, also nochmal. Eigentlich muss ich den jetzt hier so nehmen. Der müsste so sein. Der müsste so sein. Nee. Nee, das geht nicht. Boah. Orange muss oben. Es gibt kein Orange, Leute. Es gibt kein Orange. Also. Er muss es so machen wie beim ersten Mal, nur unten am Fang. Ich habe keine Ahnung, wie ich angefangen habe. Ich denke mir das nur einfach direkt aus on the fly. So. Was habe ich zuerst gemacht? Ich habe das hier gemacht. Dann habe ich den hier gemacht. Dann habe ich den hier gemacht. Ja, guck mal, das ist das, was mir am ehesten einfällt. Nur damit verpasse ich den da oben. Den da oben verpasse ich. Ich muss also irgendwie von der Seite aus kommen. Ups. So. Nicht das gleiche wie da, ne? Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Oh. Ich hab's geschafft.
Also das ist das Problem bei solchen Rätseln. Entweder fällt der Groschen oder er fällt nicht. Oh Gott, warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Okay, vielleicht hier mit dem Blauen. Okay. Das ging fix. Dann, das ging auch fix. Da. Ah, man kann mit dem rechten Stick das so machen. Okay. Dann, oh, 4 Startpunkte. Oh Gott, auch noch jetzt 4 mögliche Startpunkte. Oh. Oh, okay. Oh, ist ja geklappt. Okay. Okay, warum ist es auf einmal so easy? Oh, hä? Okay. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Bei manchen Sachen kann ich rübergehen. Es hält von alleine an. Es wird blau, egal wo ich reindrücke. Ist denn schon eins vorhanden? Gelb ist unsichtbar, ne? Gelb ist unsichtbar. Ah, alles klar. Gelb bewegt sich mit. Aber eigentlich müsste das ja hier jetzt auch die Lösung sein, ja? Weil wenn Gelb sich genauso mitbewegt wie ich, dann wäre es das jetzt gewesen. Oder Gelb ist invertiert dazu auch noch. Gelb ist aus. Unsichtbar oder aus? Das ist die Frage. Schau dir die anderen an, da wird Gelb immer schwächer. Ja, stimmt, ne? Gelb wird immer dezent immer schwächer. Je nachdem, aber... Ach ja, Gelb ist im... Warte mal, okay. So. 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 Aber Gelb... Das müsste es... Ah, nein, Gelb muss unten raus. Fick. Okay, Okay, oh Gott. Wieso tut ihr mir sowas an? Gelb ist unsichtbar. Ja, ja, oben links ist kein Ausgang, jetzt habe ich es auch gemerkt. Wie funktioniert denn das nochmal? Es geht in die gleiche Richtung. Okay, das war's. Oh Gott, und hier das gleiche, oder? Oh. Das ist es nicht. Okay. So, da muss ich ein bisschen in die Mitte. Man muss von der Mitte aus her kommen. Nein, das ist natürlich ist das nicht. So.
Das ist jetzt da. Das ist jetzt da. Das ist jetzt da. Jetzt bin ich übers Gelbe hinweg. Okay, alles klar. Oh, okay. Let's do this. Let's do this. Und, okay. Natürlich ist nur das Blau. Warte mal, sind die blauen Punkte jetzt unsichtbar? Nein, ne? No? So, ich gehe dahin. Ich gehe dahin. Ich gehe ein, zwei dahin. Ein, zwei dahin. Ein, zwei dahin. Nein. Okay. Oh. Okay. We did this. We made this. Okay. Noch eine Tür geöffnet. Oh, ein Altar. Oh Gott, das sieht schon. Oh. 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 Das sieht schon not so nice aus. Okay, ich frage mich, warum das jetzt leichter ist. Ich bin ja schon ein richtiger Pro, oder? Guck mal, wie easy ich das hinbekomme. War es richtig? Das ist alles an, oder? Ja. Hier ist blau. Okay. Oh nein! Oh fuck! Deshalb ist es so easy. Weil die blauen hier unsichtbar sind. Okay. Also, ein hoch. N, ein Kreis und dann eine 2. N, ein Kreis und dann eine 2. Oh Gott, ich kann mich nicht umdrehen. Oh Gott, das ist es. Einfach nur kopieren den Shit. Okay. Ein breit gezogenes S und ein L. Breit gezogenes S und ein L. Nee, das war das falsche L. Oh Gott, ist hier. Nee, warte mal. Hör und dann einmal runter. Das L. S runter, ja, ganz hoch und dann das L. Wieso ist das aus? Och nee. Och nee, es geht auch noch aus. Okay. Dass man es nochmal machen muss. Oh Gott, jetzt habe ich schon längst vergessen, was es war. So rum, oder? Oh, ich muss es malen. Ich muss es irgendwo zeichnen. Habe ich Papier? Wie kann ich denn das? Oh Gott. Also, Mitte, dann ein S mit dem breiten unteren Part. Oben ist es klein und dann ein L. So, S, einen breiten unteren Part und dann ein L. Okay. Und jetzt eine Sinuskurve oder ist es Cosinus? Ist es Sinus oder Cosinus? Weiß es nicht. Aber das erste geht runter und dann hoch. Wo habe ich nochmal angefangen? Links. Ah, da unten ist ja der Ausgang. Scheiße. Oh Gott, da unten ist der Ausgang, okay. Es ist auch noch umgedreht. Es ist umgedreht. Es ist umgedreht. Es ist umgedreht. Okay, also Sinuskurve, aber erst nach oben. Sinuskurve erst nach oben. Geradeaus nach oben. Geradeaus nach oben. Oh Gott.
Nochmal näher, aus Nummer sicher gehen. Weiter. Ein weiter in der Mitte. Oh, Ficky. Oh. Oh! Oh Gott, jetzt werde ich das wieder vermasseln. Okay, das S und dann das. Das S und dann das L. Das S und dann das L. So, was habe ich hier nochmal gemacht? War ich zuerst oben oder zuerst unten? Ich hatte den hier gemacht, ne? Ich hätte den hier gemacht, ne? Alles klar, dann mache ich es andersrum. Dann mache ich den hier. Oh Gott, wie war das nochmal? Nein. Das kann es nicht sein, oder? Oh Gott, das kann es nicht sein. Ich habe den großen Schlenker nach außen. Ich habe den großen Schlenker nach außen. So. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. 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 Das muss es doch sein, oder? Das muss doch sein. Nee, Moment, ich hab's jetzt falsch, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, runter. Hoch. Warte mal. Hä? Eins, zwei runter. Dann ganz hoch. Dann eins, zwei, drei runter. Und dann wieder hoch. Eins, zwei runter. Eins, zwei runter. Ganz hoch. Eins, zwei, drei runter. Eins, zwei hoch. Eins, zwei hoch, ganz runter. Eins, zwei, drei hoch und dann wieder runter. Ah! 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 Hey! Oh, kann das sein? Oh, ist das nice. Ich hab's durchgespielt, nein. Ist das eine Selbstschussanlage? Was passiert hier? Warum passiert das? Wieso, weshalb, warum? Es wächst immer noch, diese Tennismaschine. Okay. Ich denke mal, ich muss wahrscheinlich an verschiedenen Stellen. Sie bewegt sich ja immer noch. Oh! Auf diesem Berg da hinten lasert sie. Seht ihr das? Sie lasert auf dem Berg. Können wir da schon hin? Ups. Oh nein, laufen ist so. Sie lasert auf dem Berg. Da oben ist was. Weg an den Kirschbäumen vorbei. Der Berglaser. Da ganz hin. Da ist ja eine Stadt! Sagen wir denn keiner, dass hier eine Stadt ist? Wieso sagt mir das keiner? Ah! Sind das versteinerte Menschen oder Skulpturen? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Oh Gott. Oh Gott. Was geht denn hier? Da ist ja sogar ein Schloss. Bewegt sich da gerade was oder bin ich das? Und da oben ist der Berg. Der Berg ruft. Der Berg ruft. Können wir da schon hin? Zum Berg.
Gregor, Vorsicht, das ist eine Stadt. Ja, ich habe sie ja auch gesehen, die Stadt. Ey, ich finde das Ding gar nicht mal so schlecht. Es ist zwar eigentlich ein sehr simples Gameplay, immer nur diese Puzzle machen, aber es hat was. Es hat wirklich was. Hä? Da ist ja eine Boje. Da ist ja Wasser. Da ist ja auch noch was. Eine Sternwarte oder was ist das? Was geht denn hier ab? Das ist ja eine Kiste. Mal sehen, komme ich denn da oben hin? Ach, ich kann nur das machen. Also ich komme tatsächlich über den Baum hin. Der Berg! Hodlai hihaha, hodlai hihaha. Oh, es wird, jetzt wird auf einmal Winter. Seht ihr das? Es wird so kalt. So kalt und duster. Ey, hier gibt es Schnee. Es gibt hier oben fucking Schnee. Wir sind in einer anderen Klimazone. Ha! Was geht hier? Sie haxen und nehmen Geschenke mit. Aber diese Klappen sind alle zu. Der hält ein Kabel. Ein Kabel wird gehalten. Und gezeigt. Aber warte mal, ist das nicht der Berg, wo gelasert wurde? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da ist der, ja, genau, da. Ah, guck mal. Eine Klappe ist jetzt offen, weil der eine Laser ist dahin gegangen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs weitere Sachen, die man lösen muss, die sich hier ansammeln. Okay. What just happened? Nee. Kann ich nicht benutzen. Irgendwas habe ich damit gemacht. Hier Mussolini. Oder? Nicht ganz. Noch sechs weitere Laser. Oh Gott. Ja, da müssen wir wieder runter. Ey, guck mal, die Weitsicht, das ist geil, ne? Und von da hinten sind wir gekommen. Diese anderen Laser, die hier überall verteilt sind, müssen wir auch alle anmachen. Auch voll der Blutsee. Ist das ein Blutsee da hinten? Ist das rot wie Blut? Ich weiß es nicht. Übrigens, für die Leute, die jetzt zuschalten. Ja, ich bin es, Michael Budikopf. Ich habe mich bereit erklärt. Da ist hier eine Tür offen. Es geht rein in den Berg. Ich habe mich bereit erklärt, heute einmal einzuspringen, denn Chat-Duell. Oh Gott, jetzt sind ja Punkte dazwischen. Oh nee, nee, das kriege ich nicht hin. Das merken wir uns für später. Chatwell musste heute leider einmal ausfallen, deshalb bin ich eingesprungen und zeige das brandneue PlayStation 4-Game The Witness. Damit wir uns das mal angucken können. Mal sagen können, was hier los ist. Und wir spielen heute noch ein klein bisschen weiter, bis für Teratil oben in unserem sogenannten Kaminzimmer, wo Teratil stattfindet, das ganze Setup fertig gebaut wurde. Da werden wir direkt im Anschluss dann zu Teratil weitergeben, zu Michael Thiel mit dem wunderbaren Thema. Ich glaube, das war das Abnehmen, oder? Ist das der Oberbegriff, der verwendet wurde. Mit Nicole Jäger als Gast, eine Autorin, die sich speziell ums Thema sehr viele Gedanken gemacht hat und, soweit ich gesehen habe, auch auf Tour war, mit Lesungen aus dem Buch. Also, da gibt es einiges, was man da machen kann. Und wenn da oben fertig gebaut ist, dann werden wir direkt rüberschalten. Also kein Stress. Ihnen wird auch heute geholfen. Wo war denn eigentlich dieser Blutsee? Da war er, ne? Sag mal, ist die Tür da jetzt offen? Die war wahrscheinlich schon vorher offen, ne? Ich werde zu leicht abgelenkt hier. Von dem Ganzen. Da. Es blutet. Oh Gott. Ich habe voll Angst, durch diese Stacheln zu gehen. Ist das eine Telefonzelle? Nein. Diese Kabel, die überall liegen. Ey, an diesem Spiel, ja, wurde fast 8 Jahre lang entwickelt.
wird jemand abgestochen, ne? Ich dachte, der hier hat den gerade an der Leine, wie so ein Haustier. Ist das ein Barde? Ein Minnebarde mit einer E-Gitarre? Ein MP3-Player? Hey, da leuchtet was. Ich prallte unter Menschen, dass ich dich gekannt habe. Sie sehen deine Bilder in all meinen Werken, sie kommen und fragen mich, wer ist er? Ich weiß nicht, wie ich ihnen antworten soll. Ich sage wahrlich, das kann ich nicht sagen. Sie schimpften über mich und gehen voller Hohn und du sitzt dort lächelnd. Ist es das Lied? Ich stecke meine Geschichten über dich in dauerhafte Lieder. Das Geheimnis strömt aus meinem Herzen. Sie kommen und fragen mich, erkläre mir all ihre Bedeutung. Guck mal, die Seiten sind ja nicht mal richtig gestimmt. Ich weiß nicht, wie ich ihnen antworten soll. Ich sage, ach, wer weiß, was sie bedeuten. Sie lächeln und gehen hinfort voller Hohn und du sitzt dort lächelnd. Okay. Rabindranath Tagore 1910. Das hat er nicht mal selbst geschrieben, der Steinmann, das Lied, sondern es wurde ihm geschrieben. Da. Die Frau ohne Bein. So. Ja, Leute. Dann Michael Budikopf als auch. Oh Gott. Ich fühle mich wie neu geboren. Das T-Shirt ein bisschen ausgebeult. Wir bedanken uns bei euch für dieses kleine Extra-Programm. Das war The Witness für die PlayStation 4. Ein echt etwas anderes Spiel, ein bisschen monothematisch, aber es ist schön, es macht Spaß. Ich gebe damit wieder ab an das reguläre Programm. Freut euch auf die Ratil und vielen Dank fürs Mitmachen. Ausrufezeichen CD, Baby Problemi. Bis dann.